Die Ausgangssituation dieses kleinen Szenarios ist die folgende. Es ist der Beginn des Frühjahrs. Ihr seid in Titan unterwegs gewesen. Ihr habt einen Händler begleitet. Es ist immer gut und wichtig, dass man idealerweise eine Gruppe reist. Die Gefahren dieser Ländereien sind mannigfaltig und stark vor allem. Und vor allem der Händler selbst freut sich sehr, wenn jemanden hat, der ihn ein bisschen beschützt. Und so kann man sich gegenseitig ein bisschen Schutz geben. Er kann euch ein bisschen miternähren und mit Wasser versorgen, was zu essen versorgen. Und man hat so eine angenehme Symbiose, wenn man unterwegs ist. Ihr seid nun schon ein paar Tage durchs Gebirge gereist, durch die Titanen. Und kommt an einen Pass an. Linke Hand von euch rauscht ein Bach, der hier langsam größer und breiter wird. Und irgendwo vorne vor euch könnt ihr das gewaltige Rauschen eines Wasserfalles vernehmen. Dort scheint sich dann dieser Bach über eine Kippe hinabzustürzen. Dieser Bach wird irgendwann unten weiter fließen als Veloma. So viel wisst ihr. Und ihr erklimmt den Pfad zum Pass. Und bevor wir oben ankommen und ihr seht, was dort unten eigentlich so liegen mag, jenseits des Passes, ist das vielleicht ein guter Zeitpunkt, dadurch, dass ihr schon ein bisschen zusammen gereist seid, dass ihr vielleicht mal einander ein bisschen vorstellt. Wer seid ihr? Was könnt ihr? Also ihr als Gruppe habt so ein bisschen schon eine Ahnung, was die anderen so ein bisschen können. Deswegen geht ruhig ein bisschen auf eure Fähigkeiten ein und dann, was ihr dann alles zum Spiel konkret noch machen, wie sich das spieltechnisch dann auswirkt, beschreiben wir dann, wenn es dann soweit ist, würde ich denke ich mal. Weiß nicht, Andrea, möchtest du anfangen? Du bist gerade bei mir groß im Bild. Okay, dann fange ich mal an. Ansa ist eine sehr hochgewachsene, schlanke, vielleicht schon eher hagere Frau, die stets in ihrer Priesterrobe ist, ja. Was heißt hochgewachsen? 1,87. Also ein kleiner Wicht, verstehe. Ach so, ja. Sie wirkt fast so ein bisschen androgyn vom Aussehen und hat meistens so ihre Kutte ins Gesicht gezogen, ist aber durchaus charismatisch und übernimmt auch gerne mal so das Kommando. Denn sie hat durch ihre Ausbildung als Theurgin das Licht von Prios, sie ist überzeugt, dass Prios immer recht hat und sie die Gesetze ins Land bringt und deswegen übernimmt sie gerne schon mal das Kommando und hat Führungsfähigkeiten als Fähigkeit. Ansonsten ist sie gerne mal belehrend und er spricht gerne viel von Prios. Und ja, ich weiß jetzt noch nicht, ob wir schon gemeinsame Gefahrensituationen hatten, aber sie kann sich durchaus mit ihrem Streithammer verteidigen und ein heiliges Licht auf diesen Streithammer sprechen. Ja, so viel erstmal so als kleiner Einstieg. Ja, begleitet wird die Gruppe, beziehungsweise eben auch Ansa, von einem Pansaren, von einer der Königswachen, die ausgezogen sind. Ich habe den Weg schon einmal getan und bin jetzt noch einmal wieder zurückgekommen, um dann Flüchtlinge aus der alten Welt nochmal rüber zu holen. Habe mich da dann freiwillig gemeldet, um ja meinen Ruhm wieder zu mehren und bin dementsprechend dann schon einmal wohl in diesem Land gewesen. Konnte dann auch so ein paar Geschichten eben erzählen, vielleicht ein bisschen was aus Undoros, vielleicht ein bisschen was aus Redina, vom Veloma. Und ja, ich bin auf alle Fälle schon ein bisschen älter, das kann man mir anmerken, aber nichtsdestotrotz ungebrochen. Ich würde mich so auf Anfang 50 vielleicht schätzen und trotzdem immer noch kräftig, immer noch die Rüstung stramm, jeden Morgen gegürtet. Und was ihr auf alle Fälle herausgefunden habt, ist, dass ich zu meinem Wort stehe und ein sehr ehrenhafter Krieger bin und mich dann eben auch an der Seite des Ogers nach vorne stelle, um den Heiligen oder die heilige Priospriesterin zu beschützen mit meinem Leben, ohne danach zu fragen. Ich mach mal weiter. Ich bin Bartholom. Bartholom ist
Anfang 30, ist 1,70 groß, ist eher so ein bisschen von schwammiger Statur, ist ja, man merkt halt, dass er irgendwie kein Mann der ja kein Mann ist, der irgendwie körperlich viel arbeiten musste. Trägt so einen hellbraunen Reiseumhang, unter dem er die Tracht des Ordo Magica, also des Magierordens, trägt, eine Robe, die auch eher in so dunklen Brauntönen gehalten ist. Die, ich weiß nicht, wie das in der Welt ist, ob man auch so ein bisschen an der Robe erkennen kann, wie der Rang des Magiers ist. Vielleicht ist das so, genau. Daran kann man auf jeden Fall erkennen, dass er nur ein Novize ist, also kein besonders hochrangiges Mitglied seines Ordens. Ich komme von einer Expedition aus aus diesen verheerten Landen, wenn ich es richtig verstanden habe. Da war ich mit meinem Meister hin unterwegs, um da eben die Korruption da zu untersuchen. Dabei sind wir in Hinterhalt geraten und mein Meister ist diesem Hinterhalt zum Opfer gefallen. Ich konnte mich zum Glück retten, habe dann von ihm sozusagen als Vermächtnis einen faustgroßen, bernsteinfarbenen Stein mitgegeben bekommen und den hüte ich wie meinen Augapfel. Ihr habt auch schon mal bemerkt, dass ich mit dem Stein gesprochen habe. Der Stein strahlt so ein warmes orangenes Leuchten aus. Und wenn man sich in der Nähe des Steins aufhält, merkt man auch, dass von dem Stein so eine gewisse Wärme ausgeht. Und ich weiß nicht, wenn wir in einer Gefahrensituation gewesen sind, dann habt ihr auch gemerkt, dass ich durch diesen Stein hindurch Feuer kanalisieren kann. Also zum Beispiel Dinge in Brand stecken kann oder zum Beispiel auch Feuer auf Gegner werfen kann. Und dieser Stein scheint mir sehr wichtig zu sein. Und ich habe euch vielleicht auch schon erzählt, dass ich auf dem Weg nach Distelfeste bin, einer großen Stadt im Norden, glaube ich. Oder im Davokar, glaube ich schon. Ne, ist die am Rande des Davokar liegt am das. Rande des Davokar, genau. Da eben meinen Großmeister zu finden, um diesen Stein zu übergeben. Das war so der letzte Wunsch meines verstorbenen Meisters. Genau, ich bin eher ein schweigsamer Geselle, also ich rede nicht viel, eher vielleicht mal mit dem Stein, den ich bei mir trage. Und halte mich so ein bisschen im Hintergrund. Wenn Bartolon neben dich schaut, merkt er, dass quasi seine komplette Gestalt im Schatten einer anderen Gestalt steht, nämlich eines 2,10 Meter großen Ungetüms, das mit massigen Schritten sich schon seit einiger Zeit mit der Gruppe bewegt. Die Gestalt wird von allen nur Wüter genannt. Das ist auch die Ansprache, auf die es tatsächlich auch reagiert. Es ist ein grobschlächtiges, riesiges Geschöpf mit großen Hauern. Ich glaube nicht wirklich mit viel Fell, oder? Also die haben eher so lederige Haut. Also das ist das, was ich auf dem Bild erkennen kann. Ja. Sein massiger Körper wird von einem riesigen Lendenschurz bedeckt, der selbst Orlon oder Ansa als Zelt dienen könnte. Auf seinem Rücken trägt er 2 massige Schwerter, die jeder von euch wahrscheinlich nicht mal als Zweihänder führen könnte. Er führt sie halt als Einhänder. Er hat ein total zerfurchtes und von der Witterung gezeichnetes, lederiges Gesicht. Ab und zu vor dem Schlafengehen hört ihn auf seiner kleinen Flöte traurige Liedchen in Moll pfeifen. Ja. Klein muss man sich die denn vorstellen? Bitte? Wie klein muss man sich diese Flöte vorstellen? So Ogergröße? Naja, ja. Also sie ich stelle mir das so vor, dass das für dich wäre es eine recht große Flöte. Er hält sie halt so filigran irgendwie zwischen den Fingerchen. Aber ja, für Menschen wäre sie wahrscheinlich
normale Größe. Für ihn, wie in seinen Händen, wirkt es halt winzig. Okay. Ja, ich bin Bermo, ein eher kleiner Ambria, gerade wenn ich neben Wüter stehe mit 1,64, kann ich da nur eine Nackenstarre kriegen beim Hochschauen. Im Prinzip, er ist auch schon ein Weilchen mit euch unterwegs, aber abgesehen davon, dass er relativ gewandt ist, hat er bisher noch wenig große Talente gezeigt. Auffällig ist, dass er trotz der Reise, auf der er sich befindet, sehr hochwertige Kleidung trägt, die auch durchaus aus dem Adel stammen könnte. Einen großen Schlapphut, der ebenfalls recht hochwertig zu sein scheint, sowie einen Ordensumhang. Wenn er allerdings darauf angesprochen wurde, bisher auf dem Lagerfeuer, hat er ein recht großes Geschick, habe ich ein recht großes Geschick bewiesen, das Thema abzulenken und auf andere Themen zu verweisen. Ansonsten scheint er recht unscheinbar, gar nicht wie der typische Abenteurer, relativ schnell gelangweilt und darauf bedacht, dass die Dinge am Laufen bleiben, Dinge geschehen. Einen guten rechten Haken hat er, aber ansonsten, abgesehen von der Kleidung, ist relativ wenig bemerkenswert an ihm. Vielleicht noch der Holzbecher, aus dem er zu trinken, aus dem er üblicherweise trinkt, die mit relativ filigranen Schnitzereien und irgendeinem Familienwappen versehen sind. Ja, das sind alle, ne? Ja. Fein, dann können wir uns ja der Passgruppe nähern, um mal einen Blick wagen in das Tal hinab. Linke Hand, wie gesagt, rauscht der Veluma hier noch als breiterer Bach an euch vorbei. Und ihr könnt halt sehen, dass er nur wenige Schritte von euch entfernt in einem großen Wasserfall herunterstürzt, unten in einer großen Kaskade landet und dann dort als reißender Bach weiterfließt. Linke Hand von ihm unten befinden sich ein paar Felder, die ja, aktuell ja karg aussehen. Ist es, wie gesagt, man gerade erst Anfang des Frühjahrs die Aussaat, die wird wohl noch ein paar Tage dauern. Ihr seht aber auch, dass der Weg unten weiterführt durch ein kleines Waldgebiet, das sich größtenteils rechts am Gebirgszug entlang schmiegt und an dem so, ja, ihr würdet denken, das ist vielleicht eine knappe Meile am Fuße des Gebirges, in einer kleinen Lichtung mündet, wo zwei Gebäude zu erkennen sind, die dort an einer Art Lichtung stehen. Links vom Weg, ziemlich dicht am Bach gebaut, seht ihr ein Schmiedewerk mit einem großen Wasserrad, was sich dort dreht. Daneben ein Fachwerkhaus und dort gegenüber, ich habe zwei Gebäude, das sind natürlich drei Gebäude, befindet sich ebenfalls ein größeres hölzernes Gebäude. Unten seht ihr ein paar Menschen dort herumwuseln und ihr seht so ja, auf halber Strecke zwischen dem Gebirge und diese Lichtung, wo sich diese Gebäude befinden, einen kleinen Pfad, der sich dort ja so ein bisschen Richtung des Baches findet. Der Händler, den ihr begleitet, meint, dort unten scheint eine gute Möglichkeit sein, einzukehren. Wir sollten uns eilen, dass wir dort noch ankommen, solange noch Tageslicht ist. Und ja, er marschiert voran. In der Tat geht der Abstieg relativ zügig und so sind es vielleicht so 2-3 Stunden, die ihr braucht, um dort unten anzukommen.
Als ihr euch langsam dieser Lichtung nähert, könnt ihr Grunzen von Schweinen hören, ihr hört ein paar Hühner gackern und ihr hört ein paar Stimmen. Vor allen Dingen ein sehr tiefer Bass eines Mannes zu hören, der dort offenbar irgendwo ein paar Anweisungen zu geben scheint. Als ihr schließlich dort ankommt, wo die Gebäude stehen, seht ihr, dass gleich vorne an dieser Lichtung linke Hand sich ein zweistöckiges Fachwerkhaus befindet, über dessen Tür ein Holzschild prangt, das einen stilisierten Bierhumpen zeigt, in so schönen Bierschaum überquillt. Ein bisschen vom Wetter gezeichnet, quietscht es dort leicht im Wind. Dahinter, das ist das Gebäude, was ihr von oben gesehen habt, mit dem Wasserrad. Dort ist der regelmäßige Schlag von einem schweren Hammer auf einen Amboss zu hören. Und gegenüber das Gebäude, das scheint sich dabei um Art ein Fuhrwerk zu handeln. Der Händler sagt auch sogleich, ich kümmere mich darum, dass mein Karren und die Pferde untergebracht werden. Geht ihr ruhig dort in diese Taverne. Ich habe aktuell keinen Bedarf für euch. Und er geht auf einen Mann zu, der dort schon rausgekommen ist. Einem kleinen Jungen, der mag so um die 11 Sommer sein. Befehl gibt ihm wieder die Pferde abzukoppeln von dem Karren und sofort ein Gespräch übergeht mit dem Händler und dort wird offenbar gerade über den Preis gefeilscht, seinen Wagen dort unterstellen zu lassen. Vor dieser Taverne, in diesem Gasthaus, seht ihr einen Mann, er mag wohl so Mitte 40 sein, sein Haar ist mittlerweile ergraut, auch in seinem Bart, der sehr prächtig ist, kann man erkennen, dass sein Haupthaar wohl ebenfalls mal so schwarz gewesen ist, wie noch an einzelnen Stellen sein Bart zu sehen ist, aber das ist größtenteils so eine kunterbunte Mischung aus Weiß und Grau und Schwarz mit so ein paar Streifen drin. Der zwei jungen Mädchen, die wohl Zwillinge sind und so 14, 15 Sommer alt sein mögen, Anweisungen gibt, so ein paar aus Korb und Frühjahrsblumen gedrehten Kränzen halt an die Wände der Taverne, des Gasthauses anzubringen. Und dort über der Tür, dort neben dem Schild von dem Humpen, steht auch noch zum Sturzbach. Also Wüther hat die bei den letzten paar Tavernen ein paar unliebsame Erfahrungen mit Sitzbänken und Tischen gemacht, die unter ihm zusammengebrochen sind. Und quasi dem Konflikt auszuweichen, nachdem er die letzten beiden Male in die Scheune bzw. in die Stelle verbannt wurde, wendet er sich auch gleich dort in diese Richtung, um quasi da seinen Platz zu finden. Das Wetter mag noch recht gut sein. Bald geht die Sonne unter. Wüterich, ich werde dir ein Bier nach draußen bringen. Was haltet ihr davon, wenn wir uns hier raussetzen? Genießen wir noch die letzten Strahlen von Prios? Das hört sich nach einer weisen Aussage an. Ich mag Bier. Ich mag Bier wirklich gern. Also, meine Herren, meine Dame, was haltet ihr davon? Euer erstes Weizenbier, kassandrisches Weizen, Ambrisch. Soll mir recht sein, nach dieser strapaziösen Reise endlich mal was Vernünftiges zu mir zu nehmen. Setzt euch vor die Scheune, ich bringe uns gleich ein paar Biere raus. Weizen ist wie das güldene Licht von Prios, also sollten wir das in der Tat genießen. Ich danke euch für eure Einladung. Ja, so würde ich dann natürlich auch die Schenke betreten, den Sturzbach, und da mal schön auf den Tisch klopfen, auf den Tresen. Wirt! Ja, du betrittst den Raum und du siehst, dass auch der Schankraum innen ein bisschen festlich geschmückt ist. Dort so die Tische wurden ein bisschen anders hingestellt, so mehrere so Sitzreihen. Innen, den Laden, den Schankraum betrittst, dann
kriegst auch sofort den Geruch von gebraten ist der Nase und von Eintopf und man hört auch das Geräusch von klappenden Töpfen. Jenseits des Tresens kannst du gut in die Küche reingucken. Du siehst dort eine etwas kleinere Frau, die ebenfalls so Anfang 40 zu sein scheint zu denken, die ebenfalls schon ergrautes, rotes Haar hat und neben ihr steht eine jüngere Frau, die ist Anfang 20, die dunkle Haare hat, aber man kann schon so an den Gesichtszügen so ein bisschen erahnen, also das scheint wohl die Tochter zu sein von der Frau, die dort gerade kocht und ja, die andere Frau, die hilft ihr so ein bisschen bei den beim Kochen, reicht ihr ab und zu mal so ein bisschen geschnittenes Gemüse oder Fleisch. Ja, ihr seht, also geht's halt rein und die anderen draußen werden erstmal von dem Herrn mit dem Vollbart begrüßt, der Ordern kurz hinterher guckt und meint, Reisende, seid gegrüßt, willkommen im Sturzbachtal. Mein Name ist Brennan Faust, dies ist mein Gasthof. Kommt doch hinein, kommt hinein. Ich gebe euch ein Bier aus, es gibt etwas zu feiern. Feiern? Macht es überhaupt Sinn zu feiern? Das Leben hat doch nicht allzu viel Freuden zu bieten, oder? Was gibt es denn zu feiern? Oh doch, das Leben hat allerhand zu bieten. Meine Tochter hat ein Kind geboren. Das erste Kind, was hier geboren wurde, seit wir hergezogen sind ins Sturzbachtal. Kommt rein, großer Freund, kommt rein. Die Dielen werden euer Gewicht schon noch aushalten. Eine unglückliche Seele mehr auf dieser Welt. Was mein Freund sagen möchte, ist, hab Dank für die Einladung. Er würde es sehr bedauern, wenn ihr die Stühle durchsitzt. Aber wir sind natürlich sehr erfreut über euer Glück und würden uns mit Freuden eurer Feier anschließen. Gerne spreche ich auch einen Segen des Prios über euren Nachwuchs. Ich freue mich für euch und hoffe, dass dieses Kind das Licht Prios verbreiten wird. Das sind Worte, die wir hier gut gebrauchen können. Sicherlich dürft ihr es gerne tun. Aber noch muss ich Cass, meine Tochter, erholen von der Geburt. Aber ich denke, morgen oder übermorgen sollte für sich die Gelegenheit finden. Das würde mich sehr freuen. Nun, ich weiß nicht, wie lange wir hier bleiben werden. Wir sind ja nur auf der Durchreise, aber ich denke, wenn wir hier nächtigen, dann kann ich gerne morgen den Segen sprechen. Es wäre mir eine Ehre. Wir haben auch feinstes Wasser für die Weihe draußen vom Veloma. Dreht sich um, ruft Nora, Bier für unsere Gäste. Die Frau drin dreht sich um und macht so eine Kopfbewegung zu der anderen Frau neben ihr. Die Junge kommt dann heraus und stellt sich an den Tresen. Und ja, man kann es erkennen, dass da eine gewisse Familienähnlichkeit zwischen der Frau in der Küche und dem guten Brennan nicht zu übersehen ist. Gewisse Gesichtszüge erinnern durchaus an Brennan, während du die Haarfarbe und die Körpergröße halt eher an die von Nora, seiner Frau, in der Küche erinnern. Ja, der Wirt macht eine Geste und nochmal, du sucht euch einen Platz aus und es dauert eigentlich lang, da steht ein frisch gezapftes Bier vor euch. Seht ihr, guter Wüterich, die Menschen hier in Ambria sind gastfreundlich, selbst zu einem Ogre wie dir. Dein altes Leben ist vorbei. Es scheint so zu sein, als hätte ich diesmal Glück. Es wird zwar nicht lang so bleiben, aber genießen wir den kurzen Moment der Stille. Ach, werter Wüter, ihr müsst nur das Licht von Prios in euer Herz lassen, dann werdet ihr auch euer Leben hier nicht mehr so düster betrachten. Es ist doch bis jetzt alles gut gegangen. Ich wollte gerade sagen, das Licht von Prios ist für alle da. Selbst für stinkende Ogre und für Goblins.
Und das Bier riecht auch nicht schlecht. Das Stinken da habe ich jetzt nicht gehört. Ich habe vor 2 Monaten den Hauptteil meiner Kleidung und mich selbst gereinigt. Das muss doch genug sein, oder? Ich sollte darüber nachdenken, euch vielleicht spätestens in 2 Wochen nochmal zu waschen. Draußen ist doch dieser herrliche Bach. Nein, also, nicht hier. So als kleine Anregung. Wir brauchen den Bach doch. Ich werde darüber nachdenken. Gegen den Wind reichen auch noch 3 Wochen. Also, was habt ihr vor, wenn ihr jetzt hier seid in Ambria? Wollt ihr nach Yndaros, also nach Yndarien oder nach Tempelwall, Dieselfeste? Der eine oder andere von euch hat das ja schon gesagt. Nun, ich bin auf der Suche, wie soll ich sagen, nach mir selbst. Ich kann es mir nicht erklären, aber mir fehlt die Erinnerung an alles, was früher geschehen ist. Ich bin gänzlich ohne Erinnerung an mein frühes Leben. Und nur der Davoka wird mir zeigen, was früher passiert ist und wer ich wirklich bin. Ich muss zu ihm zurückkehren. Also gen Norden. Gen Norden, so ist es. Peter, meint ihr, dass der Wald über Fähigkeiten verfügt, eure Erinnerungen zurückzugeben? Das klingt interessant. Der Davoka hat viele Möglichkeiten, Dinge zu offenbaren. Ich verstehe noch nicht, wie ich zu meiner Identität kommen werde, aber ich bin mir sicher, dass ich sie nur dort finden kann. Ich habe schon so viel über diesen Wald gehört, ich kann es kaum erwarten, nach Distelfeste zu kommen und ersten Blick auf die sagenumwobenen, dunklen Wälder des Davoka zu werfen. Die Geheimnisse, die darauf warten, entdeckt zu werden, erforscht zu werden.